Bushido spricht über ein mögliches Karriereende, den Beef mit Bones und es gibt weitere Seitenhiebe gegen Capital Bra. Capi wiederum spricht über die Diss-Tracks gegen ihn von Bushido, Andy und Yakari. Und bei Yakari passieren in Bezug auf PA Sports und Life is Pain überaus seltsame Dinge. Wir gehen rein. Bushido scheint, gefühlt nach seinen zahlreichen Ausflügen ins Fernsehen, jetzt wieder vermehrt Fokus auf die Musik zu legen und hat nach Erscheinen seines Capital Bra Diss-Tracks Dark Knight nun vor kurzem seine große König für immer Tour angekündigt, welche wohl ordentlich einschlägt. Sowas muss dann natürlich auch promotet werden und vielleicht aus diesem Grund war Bushido jetzt vor kurzem zum Interview bei KISS FM und sprach hier dann auch darüber, dass er angekündigt hatte, dass dies jetzt seine letzte Tour überhaupt sein werde. Und so wird Bushido dann auch recht naheliegend gefragt, was es denn dann für seine generelle Musikkarriere heißen würde, wenn er jetzt schon sage, dass zumindest die Tour auf jeden Fall die letzte wäre. Und Bushido scheint zumindest mit dem Gedanken zu spielen, sich zurzeit quasi gerade mit einem letzten großen Schlag von der Musik generell zu verabschieden. Dass es eigentlich auch konsequent wäre, wenn es dann wirklich dabei bleibt, dass es meine letzte Tour ist, dann halt dementsprechend auch mit der Musik irgendwann aufzuhören. Bushido beschreibt hier und dann im weiteren Verlauf, dass er wohl gerne musikalisch von der Bildfläche verschwinden wolle, wenn er oben sei. Nicht, wie er es metaphorisch ausdrückt, wenn die Party schon vorbei sei und die Lichter schon wieder an seien. Und auch ewig in diesem Bushido-Solo-Album Trott reinzulaufen, da sehe er sich nicht. Andererseits sagt er aber auch, wenn irgendwas Krasses passieren würde, dann würde er natürlich auch irgendwas machen. Vielleicht spielt er hiermit dann auch auf Beefs an, von denen Bushido in letzter Zeit ja, sagen wir mal, nicht wirklich wenige hat. Und so geht's im weiteren Verlauf des Interviews dann auch um Bones MC und Capital Bra. Gangster-Rapper brauchen Rücken, Playlist-Rapper brauchen Ghostwriter. Muskeln brauchen Power. Egal wie ihr eure Muskeln mit Power versorgen wollt, bei SEC Plus ist alles am Start. Kreatin Monohydratpulver, Kreatin AKG Kapseln, Kreatin HCL Pulver und mit dem Code RAP10 gibt's alles auch noch mit 10% Rabatt. Sagenhaft. Zwischen Bushido und Bones gab's in den vergangenen Jahren immer wieder kleine, eher harmlose Sticheleien, welche anfangs wohl eher nur von Bones ausgingen, ohne dass es immer eine Antwort von Bushido gegeben hätte. Dann hatte Bushido aber vor einigen Wochen in einem Stream mal schon etwas mehr mit Bones abgerechnet und auch in seinem Podcast dann noch einmal nachgelegt und hierzu auch angekündigt, dass Bones sich auf eine musikalische Packung gefasst machen könnte. Dies wiederum führte zu einem längeren Statement von Bones, mit welchem dieser aber wohl auch für sich sein überhaupt letztes Statement zu Bushido abgeben wollte. Für Bushido wiederum scheint aber die Sache mit Bones, die ganze Angelegenheit, sich noch lange nicht erledigt zu haben und so erneuerte und konkretisierte er direkt einmal seine Ankündigung, Bones MC demnächst dissen zu wollen. Bones ist auf jeden Fall auch jemand, der sich auf meinem nächsten Album, vielleicht sogar auf einer Videoauskopplung in den nächsten Wochen, Monaten, auf jeden Fall warm anziehen muss. Und auch wir beide waren keine Freunde und wir werden halt auf jeden Fall keine Freunde werden. Es wird also wohl nicht mehr lange dauern und wir bekommen die nächste Musik von Bushido mitsamt Disses. Der letzte Diss ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her und auch über diesen sprach Bushido im Interview und sagte, über die Resonanz auf seinen Capital Bra Diss-Track Dark Knight sei er überrascht gewesen. Auch wenn er natürlich wisse, dass gerade im deutschen Rap die Resonanz auf Fitna generell immer höher sei. Capi wiederum scheint im Hintergrund ja zurzeit an seiner Antwort auf Dark Knight zu arbeiten und zeigte vor einigen Tagen, dass ein Teil des Videos wohl in Bushidos altem Haus in Kleinmachnow gedreht werden wird. Und hierzu sagte Bushido nun im Interview, dass das Haus für ihn nicht mehr als ein toter Gegenstand sei und er Capi selbst überhaupt nicht ernst nehme, denn dieser sei ein, Zitat Bushido, Junkie. Auch stellt Bushido in den Raum, noch Futter für eine Antwort auf Capis Antwort zu haben, denn in Dark Knight habe Bushido viele Dinge nicht erwähnt, weil er eine gewisse Grenze immer noch nicht habe überschreiten wollen. Doch je länger Capi die Runden jetzt ziehen wolle, desto unangenehmer werde es für Capi werden, so Bushido. Bushido scheint also bereit zu sein, diesen Beef auch weiter musikalisch auszutragen. Andererseits überhaupt nicht bereit scheint Bushido zu sein, das Ding mit Capital Bra vielleicht irgendwie in einem vielleicht persönlichen Gespräch friedlich zu klären. Denn Bushido wird gefragt, ob man sich nicht wie erwachsene Männer an den Tisch setzen könnte, um die Sache zu klären. Und Bushido schließt dies nicht nur kategorisch aus, sondern nutzt die Gelegenheit direkt, um weiter gegen Capital Bra zu feuern. So, ich bin ein aufrichtiger und auch ein gewissenhafter Familienvater. Das kann er von sich nicht behaupten. Und deswegen gibt es da keine Grundlage, überhaupt ein Wort zu wechseln. Naja, unterm Strich also keine Versöhnung und vielleicht weiterer Beef.
Capital Bra wiederum tauchte gestern Abend in einem Video mit Bedo auf. Capital Bra reagiert auf die Diss-Tracks gegen ihn. Hierbei soll Capi dann an einer Stelle Diss-Tracks gegen ihn selbst ranken, also irgendwie bewerten und in eine Reihenfolge bringen. Hierbei geht es dann um Capidiss.Way von Yakari, Dark Knight von Bushido und Kommissar Bra von Engie. Kommissar Bra von Engie ist übrigens mit Video jetzt auch wieder auf YouTube, nachdem es eine Zeit lang irgendwie weg war. Zu diesem sagt Capi dann auch einfach nur, dass der Track einfach nicht hätte sein müssen. Zu Bushidos Track findet Capi dann etwas mehr Worte und nutzt die Gelegenheit ebenfalls für einen kleinen, aber feinen Seitenhieb. Capi this way, ja, dann weiß ich nicht. Von Bushido, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, Scheiße zu labern, ist stark. Und zu dem Track von Yakari behauptet Capital Bra dann, diesen überhaupt nicht zu kennen und nicht einmal gewusst zu haben, dass er von Yakari gedisst wurde. Na gut. Apropos Yakari. Vor einiger Zeit kam dieser bei dem Label von PA Sports unter, Life is Pain. Schon hier hatte es einen kleinen Stolperstein gegeben, denn die Insta-Seite von 18 Karat kommentierte unter einem Post von wegen, eigentlich sei Yakari noch bei ihnen unter Vertrag. An dieser Front passierte aber erst einmal nichts weiter und Yakari schien wie ein, wenn auch außerordentlich wilder, doch fester Bestandteil von Life is Pain. Nun aber folgten sich PA Sports und Yakari vor kurzem nicht mehr. Yakari folgt ihm immer noch nicht, PA folgt Yakari aber mittlerweile doch wieder. Und natürlich gab es direkt Gerüchte und Spekulationen darüber, ob Yakari denn jetzt noch bei Life is Pain ist oder nicht. Weiter für Verwirrung sorgte Yakari selbst letzte Nacht, als auf einem eigenen YouTube-Channel namens Jano mittendrin der Track Drum and Bass, Drum and Bass, veröffentlicht wurde. Und zwar nicht unter Yakari, sondern als Baby Jano. Dies promotete Yakari aber auch bei sich auf Instagram. Noch verwirrender wird das, wenn man bedenkt, dass die Songs davor auch gar nicht auf einem irgendwie Life is Pain YouTube-Channel veröffentlicht wurden, sondern auch auf einem Yakari-eigenen YouTube-Channel, der aber halt Yakari hieß. Das sieht alles ganz schön nach irgendwelchen Differenzen zwischen Yakari und PA aus. Memo Rapcheck hat vor kurzem auch ein Video über diese Gerüchte rund um Yakari und PA Sports gemacht und hierbei eine Nachricht eingeblendet, welche PA an ihn, Memo, geschrieben hat. Memo hatte PA gefragt, ob Yakari denn überhaupt noch bei ihm unter Vertrag sei oder zurück zu seinem alten Management gegangen sei. PA schreibt hierzu dann, dass Yakari einen großen Deal habe, welchen er natürlich erfüllen müsse, alles andere wisse PA nicht. Er hoffe aber, dass die psychische Verfassung von Yakari nicht von Leuten ausgenutzt werde, die keine guten Absichten mit Yakari hätten. Ebenfalls vor kurzem postete Yakari dann ein Foto, verlinkte PA Sports und schrieb neben dem Hashtag 500k, welcher sich vielleicht auf den großen Vertrag bezieht, ein einfaches Hä? PA repostete dies und schrieb ebenfalls Hä? Und Hä? Fasst diese Situation wohl ganz gut zusammen. Schauen wir mal. Haut da rein. Das Gelaber, keine große...